Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ja, ich bin so begeistert, geht es um die Diamond Painting Karten aus dem Action. So, jetzt bin ich nur am Überlegen, doch, ich nehme dieses Set. Wir packen das erstmal nochmal gemeinsam aus für die, die es vielleicht gestern nicht gesehen haben. Offen ist es natürlich schon. So, da haben wir alles. So sieht die Box aus. Ich finde diese Karten, also muss ich ganz klar sagen, es täuscht unheimlich dieses Bild. So, wir haben hier sechs Umschläge, also drei Umschläge, sechs, weil wir haben eigentlich, oder ich habe hier zwei Sets, beide Sets zusammen ergeben demzufolge sechs Umschläge. Damit werde ich aber was anderes machen. So, und da habe ich diese Bilder und ich finde sie wirklich, also die sehen komplett anders aus. Ich bin jetzt gespannt, wie sie gepainted aussehen. Und da lasse ich mich nochmal überraschen. Vielleicht wirkt es dann doch nochmal komplett anders. Wir schauen einfach mal. Dann kann man es vielleicht nochmal besser beurteilen. Aber so sehen sie farblich erstmal viel, viel besser aus. Ich habe mich auch darauf aufmerksam gemacht, für Anfänger ist das eine super Sache. Kann ich, absolut, da habt ihr absolut recht. Für Anfänger ist das eine fantastische Sache sogar, wenn man wirklich da schauen kann, ist das was, ist das nichts. Ihr braucht nichts dazu kaufen. Ihr habt dieses Set, ihr nehmt euer Schiffchen hier. Mehr braucht ihr nicht und könnt euch testen. Es ist eine kleine Fläche, man sieht alles sehr gut. Absolut, da habt ihr absolut recht. Und ja, wir gehen rein in die Sache, würde ich sagen. Ich weiß nur noch nicht, welches ich machen möchte. Den Kranz, das Häuschen oder die Kerzen? Ich tendiere ja zum Häuschen hier, ne? Wir machen das Häuschen. Da geht meine Tendenz hin, da war meine Laune. Wir nehmen das Häuschen. Wir haben einmal das hier dabei. Das ist da auch nochmal erklärt. Hier sieht man dann auch nochmal, welche Steinchen wofür sind aber auch hier drauf vermerkt. Und hier nochmal drauf vermerkt auf den einzelnen Packungen. Ja. Das brauchen wir uns nicht weiter anschauen, denke ich. Was ich dazu nutzen möchte, ist, ich werde das hier schon auspacken. Das Schiffchen packe ich zu den anderen Schiffchen und so. Das nehmen wir auch raus. Das kann weg. Das lege ich mir hier hinten hin. So, und zwar habe ich mir ja gestern diesen Kasten auch, also den Kasten habe ich ja auch im Action geholt. Und da würde ich gerne das Ganze mitmachen. Das heißt, die ersten drei Karten werden ja mit diesen Steinchen gepainted. Jetzt will ich natürlich nicht alle drei Karten auf einmal machen und dann müssen die Steinchen irgendwo hin. Und dafür werde ich dieses Set jetzt nutzen. War jetzt meine Überlegung und das machen wir einfach. Das Rad werden wir hier nicht gebrauchen können. Das lege ich hier erstmal zur Seite. Wir haben den Stift dabei, weil auch dann können wir das hier gleich testen, ob das gut ist oder nicht. Ich habe die Batterien schon reingemacht und dann haben wir hier unsere Kästchen, wo dann die jeweiligen Steinchen reinkommen. Jetzt ist natürlich so, jetzt weiß ich nicht, ob das klappt mit dem, was ich jetzt hier gleich habe. In der Regel nehme ich kleine Aufkleber. Es geht aber auch so, dass ihr, wenn ihr solche Aufkleber nicht habt, nehmt einfach altes Washi-Tape, was euch vielleicht nicht gefällt. Das werde in dem Fall ich jetzt so machen heute. Das ist hier nur so. Ja, wie soll ich sagen, so glänzig, so schmierig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es hat so eine glatte Oberfläche. Da kann man dann wahrscheinlich etwas schwieriger drauf schreiben. Aber wir werden das jetzt natürlich gemeinsam testen. Das heißt, ich schnibbel mir mal hier so ein kleines Stückchen ab. Das klebe ich mir hier einfach drauf. Dann nehme ich mit genau deswegen einfach ein Edding. Und ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Einfach mal umzuschauen. Die Farbe kommt tatsächlich davor. Oh, die passt aber gar nicht dahin. Oh, ich habe Angst. Oh, jetzt sag mir nicht, die Farben sind nicht so schön dann. Na, wir lassen uns eines Besseren belehren, wenn es fertig ist. So, okay, L ist das. Wir schreiben mal einfach mit Edding das L drauf. Doch, das geht, das können wir so machen. Fantastisch. Hält. Also einfach mit Edding bei dem Washi-Tape, das anderen, da geht das ja, da ist das ja kein Problem. So, und dann schütte ich da schon mal das L rein. Dann muss ich mir jetzt diese ganzen kleinen Tütchen nämlich nicht aufheben, sondern kann das jetzt mit dem Set einfach wunderbar kombinieren. So, das brauche ich dann schon mal nicht mehr. Und ja, dann gucke ich mal, mache ich das jetzt mit allen sofort? Und lasst euch das im Schnelldurchlauf laufen. Wollen wir das so machen?
Ich meine, einmal hat man ein bisschen Arbeit für die drei Bilder also, aber dann geht es ja eigentlich. Also ich schneide mir die Tütchen schon mal auseinander einmal alle. So, und jetzt würde ich mir einfach jeweils immer so kleine hier drauf kleben. Und machen wir den hier zusammen. Dann könnt ihr das nochmal mit anschauen. Dann nehme ich euch nochmal mit. So. Na, der ist vielleicht ein bisschen sehr lütt. Kriegen wir hin. So, und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir die bei Eva bereit. Und dann schiebe ich mal zur Seite. Das mache ich gleich. Warte. So, das mache ich dann ohne euch. Die machen wir noch gemeinsam. Das ist einmal das G. Das schütten wir dann da rein. So, Schere bitte einmal. Und gucken wir, passt alles rein. Fantastisch. Deckelchen wieder zu. Dann nehmen wir das I. Machen das auch so. Und das H. Fantastisch. Kommt hier jeweils auch rein. Erst das I. Fangen wir damit mal an. So. Das sind noch ein paar. Habe ich alle? Jupp. So, Deckelchen zu. Dann, oh, was ist da los? So, ein bisschen schwieriger ging es auf. Dann kommt das H einmal. Wir können es auch so schräg aufschneiden. Ist da noch welcher? Nein, du musst da rein. So. Ich weiß nicht, genug da, ob wir genug Haars da haben, weiß ich nicht. So, ja, und dann sieht das so aus. Mache ich jetzt mit den anderen und dann hören wir uns wieder. Gut, da haben wir das schon mal fertig. Washi-Tape brauche ich nicht mehr. Schere brauche ich nicht, Edding brauche ich nicht. Ich möchte gerne diesen Deckel so hoch haben. Guck mal, wenn ich mein iPad, ihr seht das nicht, aber so können wir es, glaube ich, machen. So, okay. Dann brauche ich einmal mein Bild. Ich knick das hier mal. Das ist mir sonst zu hoch. Mein Stift. Also 2- oder 3er werde ich jetzt nicht nehmen, sondern den ganz normalen, schlichten, diesen Einer hier. Den werde ich dafür nehmen. Dann... Was habe ich denn da vom Edding? Ich schaffe es immer wieder. Es ist egal, was ich mache. Ich habe eine gewisse Tollpatschigkeit in mir. So, das dreht man da einfach rein. Dann haben wir da unser Licht. Das funktioniert wunderbar. Ich nehme mal hier das Wachs aus dem Set. Gehen wir mal ein, zwei Mal rein. So, ja, das sieht gut aus. Also ihr müsst das natürlich hier vorne füllen, diese kleine Hülle, mit dem Wachs, der dabei ist. Müsst ihr gucken. Gucken wir mal, wie das Handling mit dem Stift ist. Der ist etwas schwerer, klar, wegen den Batterien, die da drin sind. Da müssen wir mal schauen. Wachs lasse ich mir hier liegen. Und wir fangen mit dem Buchstaben I hier unten an, würde ich sagen. Das heißt, ich kann mir das hier schnappen. Das hier muss ich aber rausnehmen. Da komme ich nicht mehr klar, wenn die da drin sind, muss ich ehrlich sagen. Ich muss das in der Hand halten können. Bedeutet, dass die brauchen wir gar nicht stehen haben. Das kann ich auch hier drüben hinstellen. Und dann nehmen wir die hier raus, solange stelle ich mir die hier hin. Ich brauche ein bisschen Platz, sonst habe ich hier zu wenig Platz. So, guck mal, so machen wir es. Und zwar fangen wir mit I an, habe ich gesagt. Mache ich mir einfach auf, gucken, dass alle schön zu sind. Dann schütte ich mir die hier rein. Bisschen schlackern, nach hinten wuseln. Dann hat man die immer schön in diesen Rillen drin. Und dann kann man die da wunderbar rausnehmen. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen. Achso, warte, das Licht. Ich habe jetzt Licht. Okay, das sieht man dann natürlich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ja, das sieht man natürlich dann ein wenig besser. Also wer da Probleme hat, da kann ich sagen, das könnte man sich wirklich anschaffen. Also das ist eine gute Sache. Da sieht man auf jeden Fall das Ganze etwas deutlicher. Also wer da, wie gesagt, Probleme hat, da kann man doch, so ein Stift mit Licht ist da gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich habe hier eigentlich dieses Board dafür drunter. Klebt ihr gut, ist die Frage.
Sieht aber bisher ganz gut aus. Wie gesagt, dieses Lichtboard habe ich dafür, wenn ich painte. Das ist ganz gut. Da werde ich jetzt noch mal gucken, wenn ich das nächste. Also, ich habe da hinten noch meinen Küken liegen. Das muss ich auch noch fertig machen. Ich habe so viel liegen. Das muss ich noch fertig machen. Da werde ich das einfach noch mal testen und gucken, wie das mit dem Board ist und wie das mit der. Ko also, die Kombi ist Board und Stift. Das werde ich noch mal ausprobieren. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, lasse ich euch das hier im Schnelldurchlauf laufen. Und ich mache mir ein Hörbuch an. Ich verlinke euch wieder unten alles, was ich verlinken kann. Und dann hören wir uns gleich auf jeden Fall wieder.
Okay, meine Lieben, das Ganze sieht jetzt so aus. Ja, was soll ich sagen? Also diese Bilder sehen traumhaft aus. Also das, ich denke, da sind wir uns einig. Aber zum Beispiel verstehe ich dieses Rosa nicht. Das ist also sehr rosa. Ich finde es jetzt nicht hässlich, muss ich auf der anderen Seite auch wieder sagen. Ne? Ich verstehe, ne? Aber irgendwie ist das nicht so ganz das, was ich jetzt erwartet habe. Ist aber nicht hässlich. Es ist nicht hässlich. Ich finde es irgendwie trotzdem sehr niedlich. Ich werde es auch nicht als Karte nutzen. Deswegen können wir das hier nämlich schon mal abschneiden. Da nehme ich einfach mal den Hebelschneider für. Und dann darf das hier einmal rein. Dann wälzt sich das auch nicht mehr so doof, hoffe ich. So. Kann ich damit noch was anfangen? Weiß ich nicht, gucke ich mal. Den brauche ich nicht mehr. Lege ich zur Seite. So sieht das Endergebnis aus. Ihr könnt das natürlich ganz normal als Karte verschicken. Das werde ich nicht machen, wie gesagt. Das wird eine andere Aufgabe bekommen. Werde ich euch dann natürlich auch mitnehmen. Jetzt ist halt nur noch die Überlegung, werde ich Latexbindemittel drüber machen oder nicht? Das ist jetzt so ein bisschen die Überlegung noch für mich. Ich drücke erstmal die ganzen Steinchen wieder ordentlich an. Das ist so der erste Punkt. Weil das ist relativ dünnes Papier. Ich weiß, dass das damit trotzdem geht. Aber man sieht dann halt so ein bisschen die Pinselstriche. Womit ich das immer gut wegbekomme, gerade die Pinselstriche, ist mit dem, wo habe ich ihn? Hier. Mit dem hier. Mit dem Gummipinsel. Weil dann kann ich das hier einfach so rausziehen und dann ist das auch fein. Hier zentral wäre das nicht so schlimm. Aber ich möchte halt, dass, also wenn ich dann natürlich die Steinchen verliere, das wäre wirklich schlecht. Also ich möchte natürlich die Steinchen nicht verlieren. Und ja, ich werde auf jeden Fall was drüber geben. Aber ich glaube, ich werde auch zu Latexbindemittel in dem Fall wieder greifen. Das bedeutet, ich brauche jetzt mal eine Unterlage. Da nehme ich einfach irgendwas, was man da gerade parat hat, was auch wirklich ein bisschen einsauen darf, wo das nicht so schlimm ist. Nehme ich einfach mal das. Nehme ich mir noch einen normalen Pinsel dazu. Das muss ich einmal gut durchschütteln. Geschüttelt. Jetzt mal einmal wieder aufmachen. Ich mache das ja bei all meinen Bildern. Ihr wisst Bescheid. So. Ich nehme mal den Pinsel. Natürlich habe ich das an den Fingern. Warum auch nicht? So. Es wär doch auch nicht richtig, wenn das nicht klappen würde bei mir. Also, dass ich das nicht an den Fingern hätte und so. Das ist doch eine ganz normale Sache. Ja, das trocknet natürlich wieder transparent aus, aber so halten mir die Steinchen hier drauf. Das ist mir einfach lieber. Dann habe ich halt vielleicht ein paar Streifen dazwischen. Aber es ist mir einfach lieber in dem Moment. So, das machen wir. Ich mache das ja überall drauf. Ihr wisst Bescheid. Und so sehen wir dann auch, ob das Papier das mitmacht oder nicht. Dann könnt ihr das auch sehen. Da müsst ihr euch zu Hause nicht, irgendwas testen, sondern habt dann hier gesehen, ach, vielleicht doch lieber nicht, weil das Papier sich vielleicht wälzt oder so. Gucken wir mal. So, und ihr seht, hier kriege ich das relativ gut ab. Da stört mich das dann, wenn dann da drinne vielleicht, kann man das auch noch machen, wenn man möchte. Hier wäre das halt nicht so schön, finde ich. So. Natürlich ziehe ich nicht alles ab. Gerade so die Kanten hier, die brauchen das natürlich. Sonst habe ich natürlich auch die Steinchen da irgendwo und überall am Ende. Das möchte ich natürlich nicht. So. Aber dann könnt ihr einmal sehen, dass man das dann so relativ schön hinbekommt, wenn man solche Sachen hat. Und so kann man das Ganze dann einfach auch ein bisschen versiegeln. Das ist einfach der Punkt dahinter. So, hier, ich guck mal. So, wenn ich hier jetzt einfach mit einem anderen Pinsel reingehe, dass ich so ein bisschen die Farbe, also den Kleber da raushole, dass er nicht ganz so dick an den Stellen ist. So. Guck mal, dann geht das doch auch schon. Dann hat man da später nicht so Würstchen drin.
Das muss man jetzt ein bisschen machen und dann geht das auch. Können wir auch noch mal, wenn man so ganz kleine Stellen hat. Nein, das ist mir nicht wirklich passiert. Also es ist ein super Video. Das ist ein super Video. Das ist klasse. Fantastisch. Das ist eine super Sache. So, jetzt habe ich ja genug rumgeschmiert. Es gibt ja auch noch die kleinen. Damit, oh, da ist noch Kleber. Ich sah ja, das ist super. Da ist noch Kleber dran. So, jetzt nicht mehr. Und dann kriegt man das auch noch mal schön und sauber ab. Da kann man dann auch noch mal schön alles machen. Ist ein bisschen, ich gebe es zu, das ist ein bisschen Sisyphusarbeit, aber immer noch besser, als wie wenn ein. Also den Pinsel kann ich eigentlich gleich wegschmeißen. Ne? Es ist ein bisschen Sisyphusarbeit auf jeden Fall, aber es ist besser, als wie wenn man diese Würstchen da drin hat. Außer es stört er nicht, dann lasst es genauso, dann ist es kein Thema. Aber ich möchte es halt auch, es ist mir lieber, wenn da Kleber drüber ist, weil so weiß ich, so fallen mir keine Steinchen ab. Es ist mir ja vorhin schon einer so beim Drüberstreichen abgefallen. Und das ist mir dann einfach zu schade, so auf Dauer betrachtet. So, ja, das mache ich jetzt in aller Ruhe noch. Das werde ich jetzt nicht in seiner Perfektion hier machen. Aber so, dass es halt, ja, mir gefällt, dass ich damit fein bin, dass es halt nicht zu viel ist am Ende. Und dann muss es wieder trocknen. Ich lasse es einfach 24 Stunden in Ruhe. Danach geht es eigentlich, dann kann man das anfassen und alles ist gut. Und von daher würde ich sagen, an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.